Auf den Jerome ist Verlass. Gemeint ist natürlich Jerome Powell, der Fed-Chef, der zunächst mal eine unangenehme Botschaft hatte. Und die Märkte waren not amused, tendierten gegen Süden, nämlich die Aktienmärkte, während die Renditen nach oben gingen, nämlich die Renditen der US-Staatsanleihen, weil Folgendes passierte. Es ist zunächst mal eine Art Peitsche passiert, bevor dann das Zuckerbrot kam, dann die Märkte eben wieder nach oben gegangen, aber mal der Reihe nach. Zunächst zur Peitsche. Die Fed will das SLR nicht verlängern oder hat mitgeteilt, dass sie es nicht verlängern wird. Dieses Programm, das am 31. März ausläuft und den Banken faktisch ermöglicht hat, mehr Liquidität zu haben, zu halten, weil eben bestimmte Assets ausgenommen wurden bei der Relation zwischen Eigenkapital und eben Assets, die Banken beachten müssen. Das war gut für die Märkte. Das hat einen nicht unwesentlichen Teil der Rallye wahrscheinlich ermöglicht, denn die Banken haben sich dann zum Beispiel auch in Aktien investieren können, mehr Staatsanleihen kaufen können, etc. etc. Aber, und dieses Aber kam dann schon wenig später, die Fed hat sich so eine kleine Hintertür gelassen. Man hat nämlich gesagt, ja, falls das irgendwann wieder notwendig sein sollte, dass wir so Ähnliches machen, dann würden wir das tun. Also praktisch, naja, wir hören jetzt mal damit auf, aber wir können jederzeit, liebe Märkte, damit wieder anfangen. Und das war schon mal das erste Beruhigungssignal für die Märkte. Und zunächst mal, warum ist dieses SLR-Programm ausgelaufen? Wahrscheinlich, weil der Druck zu groß war, der politische Druck. Hier Elizabeth Warren und der Senator Brown, beide im Banking-Komitee des Senats, damit sehr einflussreich. Und die hatten gesagt, also auf keinen Fall verlängern, dann zahlen die sich wieder wunderbare Boni und können herrliche Dividenden ausschütten. Das ist also dieser politische Druck, der von der Linken, der US-Demokraten ausgeht und der sagt, Leute, wir brauchen eine Umverteilung von der Wall Street zur Main Street. Und das ist etwas, was vielleicht die Wall Street noch so ein bisschen unterschätzt, dass da Joe Biden, so heißt er, dass der schlichtweg reagieren muss auf Forderungen der Linken. Er hat ja sehr liberale Minister, eher Mitte bis rechts bei den Demokraten stehend, aber er muss dann eben auch Rücksicht nehmen auf den eher linken Flügel. Den kann er nicht verlieren, den will er nicht verlieren. Er muss das also berücksichtigen und wahrscheinlich war das so ein kleines Opfer hier an eben die Linken wie Elizabeth Warren innerhalb der Demokratischen Partei. Also so unabhängig ist die Fed nicht. Da wird Joe Biden wahrscheinlich mal kurz zum Hörer gegriffen haben und gesagt haben, naja, also diese Geschichte, die müssen wir leider auslaufen lassen. Wie gesagt, die Aktienmärkte dann erstmal nach unten, dann aber wieder nach oben, eben durch diese Hintertür einerseits und andererseits vor allem, weil plötzlich dann im Wall Street Journal Jerome Powell einen Artikel veröffentlicht hat. So ein Zufall aber auch. Also es gibt ja Zufälle, ne? Die sind kaum, du rechnest nicht damit, ja, das ist aus dem Nichts geradezu. Und da hat er nochmal klar gemacht, ja, also die Wirtschaft, die ist noch ganz weit entfernt, um wirklich auf das Vorkrisenniveau zu kommen. Dementsprechend sei es halt nötig, dass die Fed weiter sehr aktiv unterstützt. Und das heißt, wie man hier formuliert hat, as long as it takes, also solange die Wirtschaft praktisch Schwierigkeiten hat, also alles unter plus 10% ist Schwierigkeiten und dementsprechend müsse man also hier aktiv unterstützen. Und das war diese zweite Beruhigungspille, die die Aktienmärkte dann wieder von den Verlusten verschont hat, respektive dann eben zu einem Anstieg der Märkte geführt haben. Der Nasdaq im Plus, Dow Jones im Minus, liegt auch an Energiewerten auch, die wieder nicht so gut laufen heute, aber wir sehen dann den Russell doch noch im Plus, aber gemischtes Bild insgesamt. Aber die Verluste, die wir nach dieser SLR-Entscheidung hatten, die sind zumindest erstmal kompensiert worden. Und das war wohl auch das Ziel, das Paul hier hatte, mit diesem Artikel dann auch den Märkten zu sagen, beruhigt euch mal, so schlimm ist es nicht mit diesem SLR. Notfalls machen wir halt was anderes. Ne? Und jetzt sagt hier nicht zu Unrecht Mohammed El-Erian, ja, das ist ja schon so eine Art verbale Intervention, die da durch Jerome Powell passiert ist, scharfsinnig bemerkt. Und damals im Januar war schon mal Ähnliches, damals die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe um 20 Basispunkte, also 0,2% in sehr kurzer Zeit nach oben gegangen. Das war heute auch kurzzeitig der Fall, aber dann eben wieder eine Beruhigung an der Renditefront. Und wir haben jetzt ja am Montag eine Rede von Powell, 15 Uhr. Und dann nochmal am Dienstag und am Mittwoch respektive Diskussionen oder ein Testimony
Genauer gesagt, am Montag wird Paul an einer Diskussion teilnehmen und dann Testimonies abliefern am Dienstag und Mittwoch, also praktisch über die Arbeit der FED Auskunft geben. Und Paul hat einen Punkt genannt, ja, die ökonomischen Verwerfungen, die sind nach wie vor groß, und hat dann vor allem diejenigen zitiert oder ins Feld geführt, die nach wie vor keinen Job haben etc. Und hier folgende Statistik global gesehen ist interessant. So haben wir in der höchsten Einkommensgruppe durch diese ganze Corona-Geschichte jetzt 62 Millionen Menschen weniger in dieser höchsten Einkommensgruppe. Die sind also da rausgepurzelt. In der Upper Middle Class sozusagen 36 Millionen, in der Mittelklasse 54 Millionen. Aber dagegen sind dann eben in den niedrigen Einkommensschichten 21 hinzugekommen und Arme gibt es jetzt 131 Millionen Menschen mehr auf der Welt aufgrund dieser ganzen Corona-Krise. Und natürlich ist Jerome Powell Tag und Nacht dabei, an diese armen Menschen zu denken, weswegen die FED ja ständig Geld druckt, das dann unmittelbar wahrscheinlich diesen Menschen zufließt. So würden wir mal vermuten. Oder schauen wir uns mal an, was da eigentlich passiert ist. Wir sehen jetzt hier den absoluten Rekordstand, was den sogenannten Margin Debt betrifft, also praktisch die Hebelung, mit der die Investoren am Start sind. Hier sehen wir mal die verschiedenen Aufs und Abs, derzeit ein absolutes Hoch, was wir hier sehen. Also da ist schon sehr, sehr viel Interesse am Aktienmarkt zum Beispiel der Fall. Und vielleicht könnte man den Gedanken zulassen, dass Jerome Powell das nicht nur für die Allerärmsten macht, sondern auch für diejenigen, die sich ein paar Aktien leisten können und die paar Milliardäre, die sich da ein paar mehr davon leisten können. Also da stand schon und steht schon etwas auf dem Spiel, vor allem wenn wir uns mal anschauen, wie immens die Inflows in Aktien sind, also die Zuflüsse in Aktien. Das ist auf noch nie dagesehenem Niveau jetzt, was die globalen Aktienmärkte betrifft. Das sind Fahnenstangencharts vom Allerfeinsten. Also es geht um was, und so als ungewollter Nebeneffekt vermutlich hat der Jerome dann mal hier kurzfristig versucht, eben diese Aktienmärkte ein bisschen zu stabilisieren. Wie krass die Dinge sind, diese Liquiditätsflut, Geldmengenausweitung, das sehen wir auch an den sogenannten SPACs, diesen Börsenmänteln, die zuletzt ja nicht so gut gelaufen sind im Rahmen der Schwäche von Tech-Werten aufgrund des Renditeanstiegs. Da sind wir jetzt im März. Nämlich Stand gestern haben wir praktisch so viele SPACs jetzt schon wie im gesamten Jahr 2020 an der Börse, respektive ist da Geld reingeflossen. Also da haben wir noch ein paar Monate in diesem Jahr. Das wird ein saftiger Rekord, was diese SPACs betrifft. Das ist ein weiteres Zeichen eben für das, was mit dem Geld faktisch passiert, dass die FED hier ausschüttet. Und natürlich, wir haben eine extrem überverkaufte Situation bei den US-Staatsanleihen. Die Renditen steigen, dann fallen ja die Anleihekurse. Wir sind jetzt also in der obersten Perzentile, kann man sagen, 1,7%, in den obersten 1,7%, was den Ausverkauf betrifft von US-Staatsanleihen. Da ist natürlich jederzeit auch mal eine Gegenreaktion möglich, also dass die Anleihekurse steigen und dafür die Renditen fallen. Das ist nicht so fürchterlich ungewöhnlich. Die Frage ist, und das ist eben das, was jetzt das entscheidende Kriterium sein wird für die Märkte in den nächsten Wochen und Monaten: Werden wir Inflation erleben? Wird es sogar eine sogenannte Ketchup-Inflation geben? Also Sie kennen ja die Ketchup-Flasche, Sie versuchen da was rauszukriegen. Wenn Sie die Flasche neu geöffnet haben, kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts. Und dann kommt plötzlich ein riesiger Schwall und Sie denken sich, Schiete Dynamite, das ist ja blöd gelaufen. Und so kann es eben auch mit der Inflation laufen. Warum? Weil es den sogenannten Transmissionsmechanismus gibt. Das heißt, es gibt eine zeitliche Verzögerung zwischen den Maßnahmen der Notenbanken und dann der Wirkung auf die einzelnen Felder wie Kreditvergabe etc. etc. Also das kann sein, dass das dann plötzlich und hart und heftig kommt. Und die Frage ist schlichtweg, wir wollen eigentlich die Notenbanken dann gegensteuern, weil steigende Leitzinsen, das kann sich keiner mehr erlauben eigentlich. Dementsprechend, wie sollst du Inflation bekämpfen, wenn du nicht die Zinsen nachhaltig anheben kannst? Und genau das ist die Krux, genau das ist der Punkt, warum die Märkte eben die FED auch so triezen, weil sie wissen, letztendlich ist euer Köcher leer. Ihr könnt eigentlich nur verbal intervenieren, und insofern ist eben auch die Frage, wie lange diese Beruhigungspillen von Jerome Powell, die heute
den Märkten verabreichte, wurden, wie lange die vorhalten, wie lange die anhalten, ist das dauerhaft oder ist das nur wieder ein kurzes Intermezzo und die Renditen steigen wieder mit der dann entsprechenden Unruhe eben auch an den Aktienmärkten. Jedenfalls sehen wir mal, wir haben ja zuletzt Konjunkturdaten gehabt aus den USA, die waren jetzt nicht mehr so schick. Einzelhandelsumsätze etc., Industrieproduktion. Das lag natürlich am Wetter, weil es in Texas einmal geschneit hat. Ja, da kannst du auch einmal haben, dass natürlich dann die Wirtschaft ein bisschen nicht mehr so läuft. Jedenfalls hat die New Yorker Fed heute ihre Prognose nach unten genommen. Um saftige 2,6% ist jetzt nur noch aktuell mit einer Prognose von 6,2% für die US-Wirtschaft in 2021, ist ja auch nicht schlecht, gell? Aber halt nicht 8,8 oder was es vorher waren. Wir sehen, JP Morgan ist derzeit bei 5%, Goldman Sachs 5,5% und Morgan Stanley am optimistischsten mit 7,5% von den Großbanken. In Sachen Inflation, was braucht es dazu? Wir haben natürlich die Geldmengenausweitung, klar, 25% bei den Amis, 12% in die Eurozone, aber es gehört eben noch einiges dazu, dass das sich in Inflation wirklich dann manifestiert. Zum Beispiel Wage Growth, also Lohnsteigerungen, Commodity Prices, also die Rohstoffpreise, ja, die sind auch saftig gestiegen zuletzt. Heute aber eben auch wieder Rückschläge oder in den letzten Tagen. Und dann die Geldumlaufgeschwindigkeit und hier zeigt Glenn Roberts, dass der sogenannte High Inflation Index bisher überhaupt noch nicht angesprungen ist. Also nach wie vor sagt er, ist Deflation ein Issue, ist nach wie vor eigentlich Deflation das übergeordnete Schema, aber es gibt eben diesen Catch-up-Effekt. Kommt nichts und plötzlich kommt alles auf einmal. Hier sehen wir nochmal die Geldumlaufgeschwindigkeit in den USA, nicht wirklich steigend bisher, auch wenn zum Beispiel Daten, Kreditkartendaten von JP Morgan zeigen, dass die Amerikaner jetzt in den letzten Tagen und Wochen wieder verstärkt konsumiert haben. Und wir sehen hier mal diese Geldmengenausweitung, 25%, wie gesagt, das ist diese parabolische Grafik hier, dunkelblau. Und normalerweise sehen wir dann schon einen Zusammenhang zwischen eben den Verbraucherpreisen und der Geldmengenausweitung. Es kann also sein, dass das dann plötzlich deutlich nach oben schießt, was hier im Chart heller ist, also dass das dann plötzlich auch voll nach oben geht. Und das könnte vor allem auch daran liegen, dass die Unternehmen eine ziemlich blöde Situation derzeit haben. Sie haben nämlich extrem hohe Kosten. Die Kosten sind massiv gestiegen für die Unternehmen. Rohstoffpreise, Transportkosten, was auch immer. Aber die Preise, die sie nehmen, also die sie dann vom Endkunden oder von ihren Kunden nehmen, die sind zwar auch gestiegen, aber lange nicht so gestiegen. Das verschlechtert die Marge deutlich. Da könnte es also ein paar negative Überraschungen geben, möglicherweise bei der Berichtssaison im ersten Quartal, das ja jetzt bald endet, dann werden wir im April eben die ersten Zahlen sehen von den US-Unternehmen. Da könnte es also sein, dass die nicht so furchtbar toll ausfallen, eben weil den Unternehmen die Kosten, die Inputkosten davon laufen und die bisher nicht in der Lage sind, gleichwertig oder in gleicher Höhe eben diese Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Interessant ist, und das ist ein wirklich neues Phänomen global gesehen, wir haben ja jahrelang jetzt eigentlich nur Zinssenkungen gesehen, durch die Bank war also praktisch das gängige Muster. Jetzt haben wir aber Zinsanhebung in Brasilien. Wir haben gestern, glaube ich, war es Zinsanhebung in die Türkei und jetzt sehen wir heute Zinsanhebung in Russland. Also wir sehen erste Notenbanken, die die Zinsen anheben, wegen auch vor allem der Inflation. Offenkundig sieht man sich da gezwungen zu reagieren. Jetzt ist aber die Frage, wie wird diese ganze Corona-Geschichte weitergehen? Und wir haben in Deutschland ja jetzt die blöde Situation, dass wir wieder eine sehr hohe Fallzahl haben, wenngleich die Todesrate relativ gering ist, eben weil wahrscheinlich Ältere jetzt stärker geimpft werden. Aber wir haben jetzt heute den größten Anstieg in Deutschland der Inzidenz seit dem 10. Januar. Hamburg hat jetzt hier schon die Maßnahmen wieder verschärfte zum Beispiel, andere werden wahrscheinlich folgen, wenn das so weitergeht. Also wir kommen offenkundig aus diesem bescheidenen Lockdown nicht so schnell mehr raus. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der gegen Inflation spricht. Ja, die Industrie läuft nach wie vor gut, aber dieser Dienstleistungssektor, der ist eben nach wie vor nicht wirklich gut drauf, da wird es massive Pleiten geben, das wird einfach nur nach hinten gestaut und dann wird das auf die Arbeitslosigkeit sich stark auswirken, auf die Stimmung sich auswirken, auf die Vorsicht der Banken bei der Kreditvergabe sich auswirken und Europa ist noch zu wichtig, auch im globalen Umfeld, als dass man das mal soeben vernachlässigen könnte. Wenn wir uns dagegen die Situation in den USA anschauen, dann sehen wir hier die Fallzahlen, die stagnieren, sind runtergegangen, stagnieren jetzt, die Todeszahlen gehen runter und auch die Hospitalizations, also diejenigen, die
in den Krankenhäusern behandelt werden müssen. Diese Zahl geht nach unten. Also, wir haben interessante Themen. Wir haben Jerome Powell, der heute nochmal versucht hat, die Aktienmärkte ein bisschen zu stützen. Diese unangenehme Maßnahme mit diesem SLR so ein bisschen kaschiert hat, versucht hat, wettzumachen. Heute ist es gelungen. Wird es dauerhaft gelingen? Das ist die große Frage. Und übergeordnet ist die ganz große Frage, kommt diese Inflation oder überschätzen wir letztendlich die Wirtschaftsentwicklung, die Nachfrageentwicklung? Haben wir vielleicht einen kurzen Sugar Rush, so ein nach oben Schießen des Konsums aufgrund von Nachholeffekten, aber dann geht das wieder alles runter und wir haben dann langfristig mit Inflation kein Problem. Die Märkte sagen, doch, wir haben ein Problem. Die Fed sagt, nee, wir haben kein Problem. Und das wird die Auseinandersetzung bleiben in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Würde mich freuen, wenn Sie am Montag wieder dabei sind beim Videoausblick. Und die Charts, die Sie heute nicht gesehen haben, die waren übrigens von Capital.com. Also, 40 Servus. Ciao.